Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Ich freue mich wirklich besonders, dass ich Sie heute auf dem YouTube-Kanal begrüßen darf. Und ich möchte heute einfach mal aus der Sicht eines Edelmetallhändlers und auch eines Edelmetallliebhabers die wichtigsten Argumente für Gold abgeben. Wenn Sie es interessiert, bleiben Sie unbedingt bis nach dem Intro dran. Ja, das erste und eigentlich das Hauptargument, das schlagendste Argument ist immer Gold, die seit Jahrtausenden schon als optimales und fungibles Zahlungsmittel. Das heißt, Gold war schon in der Antike und auch heute ein Zahlungsmittel, das sie einsetzen konnten und das wirklich den entsprechenden Eigenschaften von Geld entspricht. Es ist nicht mit einem Versprechen begründet, sondern mit einer gewissen begrenzten Menge, die es weltweit gibt. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist natürlich die Kaufkraft, die beim Gold erhalten bleibt. Auch in der Antike war es schon so, dass beispielsweise eine Tunika genauso viel wert war wie ungefähr heute ein maßgeschneiderter Anzug. Das dritte Argument ist die Lagerung des Goldes. Gold korrodiert nicht und Gold geht auch nicht kaputt. Es verrottet nicht. Egal wie und wo Sie Gold lagern, wenn es nicht über 1000 Grad Celsius ist, ja, wenn Sie das Gold auch nach Jahrtausenden in derselben Erhaltung, im selben Glanz, im selben edlen Anschein finden, das würde ich von keiner Aktie und auch von keiner Immobilie der Welt behaupten. Ich denke, das ist ein Riesenargument, das für das Gold spricht, gerade wenn man ein Vermögen über Generationen vielleicht auch aufbauen möchte. Ja, das vierte und auch nicht das letzte Argument meiner Begründung, warum ich die Edelmetalle so liebe und warum Gold auch für mich das ultimative Zahlungsmittel ist, ist die hohe Wertdichte. Wenn man sich mal anschaut, dass ein Kilogramm Goldbarren, der nahezu so groß wie ein iPhone oder eine Schachtel Zigaretten ist für die Raucher, die sowas einschätzen können. Ja. Der hat den Gegenwert eines Mittelklassewagens, den sie sich in die Hosentasche stecken können. Ist das nicht was Besonderes? Zeigen Sie mir mal bis auf Diamanten eine andere Anlageklasse, die ähnlich interessant ist. Und bei Diamanten haben wir das Gegenargument, dass es 19% Mehrwertsteuer in Deutschland drauf gibt. Das haben wir beim Gold nicht. Was auch schon das nächste Argument wäre, die Steuerbefreiung. Eine steuerbefreite Anlageklasse, die nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei wieder veräußerbar werden kann, ist doch der Wahnsinn, oder? Sind Sie da nicht meiner Meinung? Ein weiteres Argument ist, dass es beim Gold kein Emittentenrisiko gibt, was so viel bedeutet wie, dass man von niemandem abhängig ist. Ja, bei einer Immobilie bin ich immer von einem Banker, von einem Notar, von einem Mieter abhängig beim Gold. Das kaufe ich mir, das lege ich mir weg und ich bin von niemandem abhängig. Und ich glaube, das größte Bestreben, was man aber ab einem gewissen Punkt im Leben hat, ist das Streben nach Unabhängigkeit. Und das ist das, was Gold auch so wertvoll macht. Ja, dann ist Gold natürlich als weiteres Argument universell. Es ist flexibel, es ist weltweit einsetzbar. Sie können es überall mit hinnehmen und Sie haben auch noch einen sehr kleinen Stauraum. Was will man denn eigentlich mehr als eine perfekte Anlage? Dann haben wir natürlich das schlagende Argument, dass Gold in einer negativen Korrelation zu anderen Anlageklassen steht. Was so viel bedeutet, wenn die Aktienmärkte boomen, dann ist der Goldpreis im Keller, aber wenn die Aktienmärkte fallen, dann steigt der Goldpreis. Das heißt, Sie haben eine Hedge-Funktion, also eine Absicherungsfunktion, wenn Sie andere Anlageklassen besitzen, dass wenn diese einbrechen, der Goldpreis das Ganze abfedert. Und das ist auch ein riesiger Sicherheitsanker meiner Meinung nach, denn welche andere Anlageklasse bietet denn diese negative Korrelation zu den großen Anlageklassen wie Aktien und zu Immobilien? Also eigentlich bedeutet das im Umkehrschluss, jeder Immobilienbesitzer und jeder Aktienbesitzer muss auch Gold besitzen. Dann kommt natürlich neben der Anlage, die einen lächerlichen Anteil am gesamten weltweiten Goldmarkt ausmacht, auch noch die Schmuckindustrie dazu, die den Goldpreis treibt. Und wie es so ist, gibt es Schmuck schon seit eh und je und es wird es auch in Jahrtausenden geben. Und die Schmuckindustrie, die treibt natürlich den Goldpreis zusätzlich. Also es gibt nicht nur den Goldpreis oder die Goldstücke zur Anlage, sondern es gibt auch tatsächlich eine Verwendung. Genauso gibt es ja in der Raumfahrtindustrie, in der Computertechnologie, in der modernen Mikrotechnologie immer wieder den Bedarf, dass auch Gold benötigt wird. Also es wird tatsächlich auch aufgebraucht und in gewissen Mengen auch nicht wieder recycelt, sodass diese große Menge von dem Würfel mit einer Kantenlänge von 21 Metern weltweit natürlich Stück für Stück auch nachlässt, wenn dieses Gold nicht recycelt wird. Dann haben wir ein wichtiges Argument, Gold ist nicht x-beliebig vermehrbar. Es gibt keinen Alchemisten, der es bisher geschafft hat, Gold einfach aus der Hosentasche zu zaubern. Ja? Gold ist einfach nicht inflationär, weil es nicht vermehrbar ist, weil es eine ganz limitierte Menge gibt. Das ist ein Riesenargument. Und als letzter bahnbrechender Punkt, den viele nicht kennen, die hier auf unserem YouTube-Kanal vielleicht auch immer noch im Onlineshop gekauft haben, Sie können bis zu 10.000 Euro, also die Obergrenze liegt, um konkret zu sein, bei 9.999 Euro in Deutschland noch anonym Edelmetalle bzw. Gold und Silber und Platin und Palladium gegen Bargeld
tauschen. Was ist das? Das ist ein Riesenpunkt. Und wenn Sie sagen, ich möchte nicht irgendwo über mein Bankkonto das Geld laufen lassen, dann haben Sie natürlich ein Argument, das alle anderen Anlageklassen schlägt, weil das kann keine Anlageklasse außer Gold. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Die Argumente sind natürlich ein tolles Plus für die Edelmetalle. Und ich hoffe, vielleicht fällt Ihnen sogar noch was ein, dass Sie unten in Ihre Kommentarfelder auch mal ein bisschen Ihre Meinung preisgeben, was für Sie die Beweggründe sind, Gold zu kaufen und warum es für Sie die ultimative Anlageklasse ist. Geben Sie uns einen Daumen hoch, abonnieren Sie den YouTube-Kanal und bleiben Sie auch bis zum nächsten Mal wieder dran. Vielen Dank und auf Wiedersehen.